Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Union Katzen Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de. Heute geht's weiter im Brick Penthouse mit unserer Family. Übrigens nochmal der Hinweis: Alle Häuser gibt's ab Folge 100 zu dem Stand von Folge 100 Let's Play Union Katzen auch nochmal in der Galerie, in der abgedateten Version. Auch hier natürlich mit Lilas Zimmer und Blues. Zimmer, Blues, gar nicht in sein Zimmer, Blues baden. Heute brechen wir ins Barbie-Haus ein. Das habt ihr gevotet. Wo sollen die einbrechen, die Red und der Blue? Und ihr habt gevotet, ganz, ganz viele haben gevotet für das Barbie-Haus. Ja, ihr könnt natürlich auch dieses Mal wieder in die Kommentare schreiben, wo die nächstes Mal einbrechen sollen. Und ja, dann stelle ich das wieder zur Umfrage. Ja, so cool. Was machst du hier noch? Du Checker. Justin Goldstone, letztes Mal unseren Social Media Profi. Ich liebe Dinge, materialistisch. Ja, und Turnierrausch. Wow. Ja, wir haben die Karriere hier von unserem Social Media Nischen Broadcaster. Online-Persönlichkeit Level 6 ist er. Haben wir vorangebracht und er wird sogar bald zum OP. Ist das Wahnsinn, ne? Es ist echt Wahnsinn. 3 Tage bis zum Senior. Wow, Level 5 der Kochfähigkeit. Kannst du auch kochen. So cool, so cool. Ah, so, die Ready, die schläft noch. Ready, wir müssen aufstehen. Aufstehen. Wir gehen ins Barbie-Haus. Bei Nacht. Samstag, 3.42 Uhr. Aha, aha. Komm, ich würde sagen, wir reisen direkt mal dorthin. Ich drück mal M. Siehst du dich schon um? Wir müssen ja eure Liebesoutfits dann anziehen. Und das Barbie-Haus, das ist San Myshuno. Ich zeig's nochmal kurz. Hier habe ich den McDonald's, das Myshuno Park. Dann haben wir hier das Fun- und Sportcenter. Waren wir auch in der letzten und vorletzten Folge. Der Toycube Store, der Spielzeugwarenladen. Hier gibt es den Vintage Glamour Altbau und das Jugendhaus. Ja, und dann gibt es noch einige Apartments und. Ja, wir gehen aber heute nach Newcrest. Newcrest, da steht mein Barbie-Haus. Da wohnt auch der Jonas mit seiner modernen Single-Family. Hier ist der Kindergarten, hier das Barbie-Haus. Und da reisen wir hin. Die Sims haben wir übrigens auch erstellt im Livestream. Wer ist denn das? die Barbie-Sims, das war so witzig. Aber Blue ist unser Verbrecher-Kumpane. Und ja, wir wollen mal das Haus ausräumen, weil die Red hat ja keinen Job mehr, die ist nicht mehr Krankenschwester, habt ihr auch gewotet. Und deswegen müssen die jetzt einbrechen, ja. Ja, und dann ein bisschen Kohle hier verdienen dann damit. Ja, wir sind ja in Sims, da darf man das tun. So, ja, und nochmal auch hier kurz zur Info, ihr habt abgestimmt hier bei, zu dieser Family, dass Blue mit Max ein Date haben soll. Die haben sich kennengelernt im Jugendhaus. Und Red und Svea sollen weiterhin Feinde sein und wir müssen mal gucken mit Lila und dem Date. Ja, das habt ihr auch gewotet. So, wir klopfen mal an, ne? Bist du hallo? Oh, wir müssen uns noch umziehen. Stopp. Das sind sicher erkennen, ja. Outfit ändern. Wir haben ja extra Diebes-Outfits hier gemacht. Ja klar, hallo, ja. Also, komm. Outfits, Outfit ändern. Hier. Boah, du bist schon wieder sehr verspielt hier. What? Was ist denn los? Dank diesem rosa Dings hier ist das auch kein Wunder. Hallo, ist jemand da hier mitten in der Nacht? Hallo, komm rein. Ja, danke. Ne? Ihr seht uns gar nicht hier. Wir sind hier nur zu Besuch hier. Hallo, ich bin gar nicht die Red. So, wir gucken mal, was wir machen können. Wir müssen natürlich jetzt dieses Mal besonders aufpassen. Nicht mehr so groß wie im schönen Beast-Schloss, dass wir irgendwas klauen können, weil dieses Haus ist kleiner. Und ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas jetzt hier mal Diebstahl stählern. Hoffentlich irgendwas Hochwertiges, ist immer schwierig rauszufinden, ne? Was ist hier wirklich hochwertig? Man weiß es nicht. Geh mal hier hoch ins Bad, vielleicht finden wir da irgendwas. Oder hier irgendwo in der Ecke. Ich glaube, der Teddy bringt nicht so viel. Ne? Die Rose kann man nicht stehlen. Was kann man denn stehlen wieder? Wir müssen mal wieder gucken, was man überhaupt stehlen kann. Das kannst du alles gar nicht stehlen. Versuchen zu stehlen. Den Stuhl kannst du stehlen schon. Okay, machen wir das doch. Ist da jemand? Da kommt der Candy, der läuft runter. Sehr gut. Komm, dann können wir den Stuhl hier stehlen. Ich glaube, Stühle bringen relativ viel. Besser als so kleine Dekogramm-Sachen. Und wir müssen ja die Schelmfähigkeit noch voranbringen, damit er mehr Sachen stehlen kann. Ne? So, jetzt hat das geklappt. Ne? Ja, sehr gut. Beglückender Diebstahl. Und die Ready, was glauben wir mit dir? Wir können auch unten mal gucken im Wellnessbereich. Vielleicht finden wir da was Tolles. Oh ja, vielleicht so ein Stuhl. Das ist bestimmt teuer. Aber das geht nicht. Geht nicht. Wir müssen noch ein bisschen auch hier Schelmfähigkeit voranbringen. Dann probieren wir das doch mal. Auch gleich mal mit dem Blue. Ach, du bist gar nicht mehr oben? Du kannst mal im Schelmisches auf jeden Fall hier Abfluss verstopfen und sowas. Das machst du mal ready. Mach das mal. Und der Blue, der kann ja mal in der Dusche hier einen Scheiß machen. Und dann das Klo auch noch. Geht nicht. Waschbecken kann man auch nicht Abfluss verstopfen. Sehr gut, ja. So.
Oh, Rechnungen. Oh, nee, 9516. Das heißt, wir müssen noch mehr Scheiß hier stehlen. Kann man da irgendwas klauen? Ist das irgendwie wertvoll? Also Whirlpool und so kannst du wahrscheinlich auch noch nicht klauen. Nee. Ready, ne? Das geht nicht. Zusammen reinsteigen, nackt baden. Oh, das Kinderzimmer. Komm, wir räumen das Kinderzimmer auf. Was ist denn da? Computer, kann man den klauen? Auch wahrscheinlich nicht, ne? Komm, bezahl mal die Rechnungen. Sonst bis Daniel was findet, ist das ja alles wieder dann vorbei. Oh, man kann ja gar nichts klauen hier. Oh, den Stuhl kann man wieder klauen. Was will ich mit dem Stuhl? Mann. Haben die irgendwie einen hochwertigen Stuhl oder sowas? Haben die irgendwas? Oder den Kleiderschrank? Kann man den klauen? Nee, kann man auch nicht. So. Hm. Die Couch? Auch nicht. Man kann gar nichts Großes klauen, Mann. Ich will aber. Ein Fernseher wäre doch cool, oder? So ein Fernseher, so ein fettes Ding da. Geht das nicht? Nee, geht auch nicht. Es geht gar nichts. Aber die Gitarre wäre natürlich toll, ne? Aber die geht auch nicht. Es geht irgendwie gar nichts heute wieder, ne? Die haben auch keine fetten Gemälde oder nichts. Müssen wir mal gucken, ob wir dann doch da auch wieder auch nochmal... Was haben wir denn da noch? Was kann man da irgendwie mal vielleicht was umschalten, dass man da irgendwie einen besseren Überblick hat, was man klauen kann und was nicht? Das wäre natürlich praktisch, ne? VIP-Eimer, ich glaube, der bringt viel, oder? Guck mal, den kann man stehlen. Probier das mal. Draußen ist niemand auf dem Balkon. Hallo, wir sind nur zu Besuch hier. Beachte uns gar nicht. Oh, du dancest hier schon wieder ab. Nee. Du musst hier was klauen. Kannst du wieder? Wann kannst du denn wieder? 21 Minuten. Oh, da draußen gibt es ja auch noch Krams. Kann man so einen Brunnen oder so stehlen? Auch nicht, ne? Kann ja echt gar nichts hier. Masseur. Kann man da so ein Yoga-Ding? Dann hätten wir sogar ein Objekt, was man benutzen könnte. Nee, geht auch nicht. Man kann nichts klauen hier. Oh, die kann man stehlen. Die kann man stehlen. Dann musst du mal hier hingehen, bitte. Ready, hat es geklappt. Aber was machst du jetzt hier? Setups. Ah, das hat geklappt. Sehr gut. Ja, es hat geklappt. Wir müssen bei dir auch gucken. Bei dir sind es 2 Stunden noch. Okay, dann müssen wir jetzt nach dir gucken. Du müsstest gleich wieder können. Ja, du kannst jetzt wieder. Komm, wir stehlen die fette Statue hier. Hoffentlich ist da niemand jetzt. Oh, oh, bleibt alle drin. Bleibt alle drin, schnell. Kommst nicht ran. Oh, nö. Aber ich glaube, die gibt es auch vorne noch irgendwo, ne? Die gibt es auch vorne, die Dinger. Guck mal, da müssen wir da hinkommen. Wobei, die sind auch so reingebackt, ne? Hier hingehen. Geh mal hier hin. Das ist übrigens das Barbie-Haus, habe ich schon mal gebaut. Hier gibt es hier im Channel als Let's Build. War total witzig. Ihr habt mich überredet und es war ein voller Erfolg. Es war total klasse. Es hat echt Bock gemacht. Und ja, es ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool geworden. So. Müssen wir mal gucken. Ist hier niemand, ne? Wir probieren die mal zu klauen hier. Probier mal. Geh das bitte. Komm, das muss gehen. Scheiße, stopp. Warte. Nicht, dass die da uns sieht hier. Oh. Aber die dürfte uns nicht sehen durch die Hecke, oder? Doch, die sieht uns. Oh, scheiße. Oh, nö. Die sieht uns durch die Hecke. Erwischt worden. Wir im Stillen erwischt. Oh, nein. Na toll. Schöner Scheiß hier auch. Du sollst doch nicht hier doch Bewunderung ausdrücken. Ja, ich dachte durch die Hecke sieht ihr uns nicht, aber die Sims kennst du ja, ne? Alles gut, hier Daumen nach oben, oder? Ja, sorry. Aber vielleicht, wenn die weg sind da vorne, dann können die vielleicht, aber da laufen ständig irgendwelche Sims vorbei. Jetzt bist du eh erwischt worden, ne? 8 Stunden, oh nee, Tag ist verkackt hier. Dann kannst du hier mal eine Massage anfordern. Um Handmassage bitten, und zwar die Barbie Roberts, fragst du mal bitte. Red, du vergreifst dich schon am Kühlschrank. Nee, du willst das Spülbecken. Nee. Kaffeemaschine, das wäre toll. Aber die geht auch nicht. Geht auch gar nichts hier, ne? Geht auch gar nichts. So, du musst noch. Wie lange noch? 28 Minuten. Dann gucken wir mal bei dir, dass wir dich hier hin. Du musst jetzt irgendwie. Wie geht das nochmal? Irgendwie, wenn man erwischt worden ist, muss man, glaube ich, irgendwie sich ausheulen oder irgendwie sowas, ne? Muss man das irgendwie. Kann man sich hier ausheulen oder irgendwas? Oder wie war das? Irgendwie so, muss ich vor allen verstecken. Oder wie war das nochmal? Ich weiß es nicht. Wir verstopfen einfach nochmal den Abfluss. Machst du das jetzt? Boah, die macht es, die Barbie. Guck mal an. Ah, oh, die kann das aber nicht so gut. Aua. Du weißt, dass wir stehlen. Die macht es mit Absicht. Dass wir keine Hände mehr haben zum Stehlen. Die haben sogar eine rosa, Heuhake, Rechnendings. Wie heißt das? Gabel, Heugabel. Großer Heugabel. Ready. Wie sieht's aus? Komm, wir müssen mal jetzt da rausgehen. Komm mal hier hin, bitte.
Komm mal hier hin. Wir müssen das mal. Oder kann man das Zelt stehlen? Kann man auch nicht. Ach, das ist ja doof. Wieso geht das alles nicht? Wir klauen hier gleich mal irgendwas anderes. Diese Gitarre, die bringt, glaube ich, auch was. Geht auch nicht. Es geht echt gar nichts. Wir müssen noch mehr schelmisch sein. Komm mal hier hin, Red. Wo bist du? Was machst du unten im Wellness? Komm hoch, auf. Gemälde und so haben die ja auch nicht wirklich, ne? Irgendwas Hochwertiges. Tja. Das müssen wir mal gucken, dass keiner hier vorbeilatscht. Ich glaube, so geht's jetzt, ne? So müsste es gehen. Niemand da? Schnell, komm. Mach hin, ne? Auf. Yes! Erfolgreich gestohlen. Yeah, das fällt auch gar nicht auf, wenn da so ein Ding fehlt, ne? Sehr cool. Was ist denn da noch ein Tablet hier im Garten? In Foren provozieren. Das ist gut mit Schelmisch hier, ne? Dann machen wir das. Was ist los? Just the Goldstone. Du sollst hier, geh mal zur Arbeit, bitte. So. Und unser Hasi hier ist immer noch erwischt worden und peinlich berührt. Du hast etwas gesehen, was du niemals sehen solltest. Oh. Ein Barbie-Kind auf dem Klo wahrscheinlich, ne? Tja, also ich weiß auch nicht. Und jetzt bist du auch noch hier in Delirium benommen wegen Krankheit. Oh, oh. Sim bearbeiten. Nee, du sollst mal, kannst du mir hier mal irgendwas machen? Kannst du mal irgendwas hier machen, was... Oh, Simoleon stehlen, das ist ja cool. Wow, da kann man Simoleon klauen aus diesem Pool hier. Da müssen wir gucken, Schelmfähigkeit, da müssen wir die so ein bisschen verarschen hier, ne? Freundlich vorstellen, komm, lern dir erstmal kennen. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bist du wieder unten? Ready, was machst du hier im Forum? Provozieren ist gut. Bring das was für deine Fähigkeit? Ich hoffe doch, ne? Schelmisch, genau, Level 7 schon, sehr gut. Kann man das jetzt stehlen? Kann man immer noch nicht. Also man kann, glaube ich, mit höheren Fähigkeiten Level, kann man größere Sachen stehlen. Aber was ab wann, weiß ich auch nicht so genau, muss ich schon sagen, ne? Oh, das ist bestimmt auch hochwertig. So ein Steinding, das kostet mal viel, so ein Krams. Eini. Unser Einhorn, Eini. Dann würde ich sagen, du chillst hier mal. Komm, machen wir mal ein Nickerchen machen hier. Oder kannst auch hier dann das was machen. Web. Was ist denn noch hier? Traueranzeigen lesen. Was ist denn hier noch? Schelmisch. Was bringt denn das noch? Wir müssen noch mal ein paar Leute hier verarschen. Wir müssen euch mal irgendwie... Oh, heute ist wieder total, ne? Aufwecken. Sind alle am Pennen. Wir müssen die auch mal aufwecken. Hallo, aufwecken. Du bist sehr beschämt, du Armer. Kannst du dich immer noch nicht ausheulen? Das muss doch irgendwie gehen. Oder kann man da Sport machen, um das irgendwie... So, Barbie, steh mal auf hier. Wir wollen dich verarschen. Selbst die Runde scherzen, das ist gut zum Abbau. Und dann Unfug, da ist es doch. Guck mal, nach wertvollen Besitzungen fragen. Barbie, was hast du denn so an wertvollen Sachen? Ich weiß auch nicht so genau. Wir haben nur viel rosa Kram. Du kannst auch hier ein bisschen, auch nochmal. Komm, wir können das ja gleichzeitig machen. Oder Unfug, Apokalypse beschreiben. Bald ist deine rosa Welt hier vorbei. So, da können wir nochmal kommen. Wertvolle Besitztümer fragen. Und dann nochmal schelmisch irgendwas. Unfug. Einen Bindungstermin fragen. Oh, du bist voll hier, hast voll den Bauch, ja. Und was hast du hier im Haus? Ist das irgendwie Diamant? Ach, Quatsch, nein, ich doch nicht. Und? Kuhpflanze habt ihr auch nicht? Nee. Vanaga. Bringt es was für Schelmisch? Bringt fast nichts, ne? Unfug und dann hier nochmal gemeines Gerücht verbreiten. Nombo. Ach, Quatsch, bin ich schwanger. Frechheit. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, oder? Bringt das gar nichts? Wir müssen zu falscher Party einladen. Das ist bestimmt schelmisch, oder? Oder, hallo. Du sollst hier machen, bitte. Falscher Party einladen. Und Red, was machst du? Wie sieht's bei dir aus? Level 7 so ein bisschen, ne? Um Bestätigung bitten. Das machen wir mal. Und... Unfug. Verschwörungstheorie. Mei. Oh, dein Rock hier wieder. Guck mal das an, das Plastikzeug hier.
geworden. Das ist wieder peinlich. Irgendwie hake ich Wikipedia. Aber schelmisch bringt das auch nur ein bisschen was, wenn überhaupt irgendwie. Ne? Wir probieren das mal wieder hinzubiegen. So, du wurdest hier peinlich berührt und glückliche Hände wegen Handmassage. Ah, doch, immerhin. Erwischt vor 4 Stunden. Nein, nee. Und du hast erst was 57 Minuten müssen wir noch warten. Okay. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken, ob wir da wieder auch in Foren provozieren. Wo ist denn das Tablet hin? Das ist eingesteckt. Das könntest du auch mal einstecken. Jetzt kann man das nicht einstecken. Dann muss auch gehen. Foren provozieren. Mach das mal. Und du probierst hier mal, den da ein bisschen zu verarschen. Du lernst mal den Ken hier kennen. Oh, oh. So viel haben wir heute noch nicht hingekriegt, ne? Zu stehlen. Das ist noch nicht so ganz perfekt hier, ne? Noch nicht so perfekt. So. Wir leveln dann die Fähigkeit. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Können wir auch schon bald wieder gucken, was wir als nächstes stehlen mit dir. Also bei dir wäre es natürlich gut, wenn du jetzt auch nochmal diese andere Dings hier stehlen könntest. Das müssen wir machen. Ready, come. Bis du dich hinsetzt, ist die Zeit vorbei. Dann müssen wir wieder stehlen. Ja. Come on. Ich bin voll der Hater, ja. Die Abo. So. Ach ja, das ist cool. Also das bringt wirklich was für Schelmisch ganz gut. Das ist wie so ein Buch lesen, ne? Du mampfst hier was, du hast Hunger. Okay. Ist erlaubt. Kann man den Grill schälen? Auch nicht. Kannst du mir nur das Kleinkrams hier stehlen? Das kann man stehlen, auf frischer Tat ertappt. Ja, das bringt uns nichts mehr. Wir müssen jetzt 3 Stunden noch warten. Aber Reddy, du kannst jetzt hier bitte hinlatschen. Mal, komm mal hier hin. So. Du brauchst wieder... Du kannst dem nicht widerstehen, dieser Statue. Wenn wir da warten, dass hier keiner vorbeilatscht. Ich glaube, das geht jetzt, ne? Versuchen zu stehlen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, bitte komm da ran. Bitte lass mich da ran kommen. Upp. Und... Yep, yes, hat geklappt, erfolgreich gestohlen, sehr gut. Fällt echt gar nicht auf, oder? Sieht man jetzt wenigstens hier die Flamingos, die rosa Dinger da. Cool, I like. So, jetzt kannst du die mal ein bisschen verarschen, lustig vorstellen. So, wie geht's dir immer noch beschämt, ne? Wie kann man das denn nochmal machen, beschämt? Man muss da irgendwie sich entschuldigen oder irgendwas, ne? Ja. Und du? Kannst du hier irgendwas stehlen? Auch nicht. Hast du das gestohlen? Ja, paar Münzen kann man ja, da würde ich lieber ein Objekt stehlen, als so ein paar Münzen zu stehlen, oder? Dann machen wir mit dem iPad hier weiter. Wo ist denn das jetzt hin? Das hast du wieder hier draußen hingelegt. Mach das nochmal, ist gut. Ist gut für deine Fähigkeit hier. Und du, Hasi, was machst du hier im Schrank? Doch, kannst du doch. Ja, kann doch im Schrank weinen. Wieso ging das eben nicht? Oh, jetzt geht's. Na, dann sinkt nämlich hier diese Stimmung, beziehungsweise die Zeit verringert sich. Und dann geht das ratzifatzi runter. Und dann ist es schnell vorbei, dann können wir wieder stehlen, ne? Ja, ja. Das ist nicht so schlecht. Was können wir denn jetzt stehlen? Wir müssen irgendwas Cooles jetzt noch stehlen. Kann man da irgendwas stehlen hier? So ein bisschen zu Deko-Krams oder irgendwas? Justin hat heute 424 verdient. Ja, so viel haben wir noch nicht verdient. Das kann man auch schon nicht stehlen, ne? Nee. Nee. Das war's dann schon wieder. Na gut. Dann probieren wir das mal aus, dass wir hier bei dir nochmal so einen Stuhl hier einfach stehlen. Guck mal an, das kriegen wir hin. Oder nicht. Oder ich möchte das mal probieren mit den Simoleons hier. Wie viel man da wirklich kriegt. Also wenn es nur 3, 4, 5 sind, dann wissen wir das jetzt einmal. Wenn es aber ganz viele sind... Dann ist das ja nicht schlecht, ne? Also das weiß man ja nie. Aber ich glaube, das sind nicht so viel. Was? Du kommst da nicht rein. Das kann doch nicht sein hier. Das ist der Brunnen hier. Das steht völlig frei hier. Das ist wieder typisch Sims hier, ne? Und den Bogen oder hast du irgendwas? Kann man auch nicht. Du musst doch irgendwas stehlen können, Schatzlein. Dann stehl den Stuhl. Ja, mach ich da jetzt. Komm, Stuhl kann man immer gebrauchen. Come on. So, rup. Hat. Yay. Boah, das war knapp. Da hinten springt die Kleine da rum. Oh, oh. Lustig vorstellen. Hallo, ich bin der Dieb. Wer bist du? Bist die Shaggy, oder? Nee, Chelsea. Du kleines Bananenkind. Hast du irgendwie teure Spielsachen oder so, wie CDs oder so? Die sind voll viel wert. Antiquitäten. Ach, ich habe voll geile Spielsachen. Ja, alles in pink. Das will man nicht.
ready, wie sieht's aus? 3 Stunden immer noch, oh Mann, das dauert zu lang. Das sind wir fertig für heute, oder? Barbie noch ein bisschen verarschen. Unfug mit Handschockereien legen. Und dann verabschieden wir uns. So, komm, die Barbie noch mal ein bisschen brutzeln. Und dann ist gut hier. Guck mal an. Ah! die macht da auch noch mit. Hier, die findet es cool. Das ist sehr geil. Okay. Ach ja, Red, du bist cool. Ja, geil. Die Wolke. Erschrecken. Guck mal da. Wow! Sehr geil. Okidoki. Dann war's das für heute hier im Barbiehaus. Dann reisen wir wieder zurück. Oder ich mach mal noch ein Screenie von dem schmucken Stück hier. Barbiehaus. Ach, das war so witzig. Ich denke das so gern zurück an diese Let's Build-Sachen. Es ist so cool, wenn man da wieder reinguckt, wie das früher irgendwie, was man früher gebaut hat. Das ist irgendwie voll witzig. Und dann weiß man gar nicht mehr, hä, das hab ich so gemacht? Echt? Und so, okay, hä? Die Dächer sehen irgendwie komisch aus. Und ne, so irgendwie, ne? Also es war schon, schon sehr amüsant hier, muss man schon sagen. Okay, Reddy, wo bist du denn? Bist du jetzt nochmal auf dem Klo, ne? Jetzt kacken wir noch voll das Klo, bevor wir gehen. Und noch ein Screenie von der Barbie-Maus. Hier, guck mal, die brauchen wir nämlich auch. Ja, guck mal bitte in die Kamera. Zu Frosch-Barbie haben wir die damals genannt. Ne? Ja, ne? Zum Glück hört ihr mich nicht. Ach ja. Die sind schon hübsch auch, ne? Mhm. Oh, ach, jetzt weißt du was? Irgendwie fehlen uns ganz viele Stühle, Barbie. Ja, die haben wir auch schon gemerkt. Wir sind die wohin? Ja. Ich sehe das eh nicht. Ist alles rosa. Sehr cool. Komm, wir reisen zurück. Hier, komm, wir reisen zurück. Oder kannst du noch mal 41 Minuten? Komm, da können wir nur einmal. Du auch. Guck mal, nur einmal können wir. Also, guck mal. Daniel hat sich schon wieder verblabbert hier. Dann klauen wir mal das hier. Geh mal hier hin. Und ja, erstmal hier hingehen, weil ist noch nicht fertig. Kann ich noch nicht klicken. Oder den da vielleicht. Das ist, glaube ich, mehr wert, ne? So ein Stuhl, so ein Campingstuhl. Oder kosten die nicht so viel? Wer ist denn da drin in dem Haus? Da leuchtet's. Probier das mal zu stehlen. Oh, du musst auch pieseln. Komm, geh mal dahin, stehl das mal. Wer ist denn da drin? Wieso leuchtet es denn da so? Spielen die Kinder drin? Stopp! Scheiße, halt! Stopp, 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 stopp! Oh nein, du bist ja schon erwischt worden. Ach toll, du hast ja gar nichts gemacht, wie du das gemerkt. Ach Mann, wieder verpeilt hier. Können die mal alle aus dem Wohnzimmer hier raus? Dann können wir nämlich so ein Herd oder sowas stehlen. Geht es nicht? Kühlschrank. Das wäre doch toll. Das ist doch mal was wert hier, oder? Komm, dann stiehl hier diesen Hocker. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... versuchen zu stehlen. Stopp! Komm, schnell. Schnell. Dem Blut macht's ja nichts aus, ne? Doch! Wirklich, Tatsache. Nee, aber sie hat's gesehen, ne? Hey, Red, du kannst dich einfach hier auf unsere Barhocker stehlen. Ja, toll, das dulden wir nicht, hör auf damit. Na gut, ich dachte schon, Blue hat's gesehen, aber sie hat's natürlich uns erwischt. Ja, toll. Ja gut, also denn, dann ab nach Hause mit euch. Ab nach Hause, gehen. Barbiehaus angucken hier im Channel, falls ich es noch nicht gemacht habe, ist total witzig. Ich reg mich total auf und ich finde es total witzig, dass ich hier alles in rosa bauen muss. Ich krieg da echt die Krise. Also witzig, wirklich. Guckt da mal rein, es lohnt sich. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat heute im Let's Play. Und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier mit Red und Blue und den anderen Families hier im Let's Play und natürlich den Let's Builds hier im Channel. Kommt genau genommen ein bisschen schwimmen. Wellness-Barbie-Bereich hier. Ja, macht's gut. Ciao.